Ist die Dreieinigkeitslehre biblisch? Was sind Geistesgaben? Was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Wie können wir das verstehen? Was sagt die Bibel dazu? Ja, Shalom, mein Freund. Friede sei mit dir. Ich bin Steve Okunola. Wir unterhalten uns in diesem Abschnitt über Dreieinigkeitslehre, Geistesgaben, die Vergabe des Geistes, die Aufgaben des Geistes und verwandte Themen. Oftmals sind die Fragen, was ist der Unterschied zwischen die Geistesgaben und die Frucht des Geistes und wie passen diese ganzen Dinge zusammen? Ist der Geist Gottes ebenfalls Gott? Siehe da jetzt die Dreieinigkeits- oder Trinitätslehre, welches besagt, dass Gott der Vater, Jesus, Jeschua der Sohn und der Geist Gottes, dass diese drei Gott sind. Dieses Verständnis nehmen viele aus 1. Johannes 5, Vers 7, wo drin steht, dass diese drei sind eins und geben Zeugnis. Und dann gibt es halt viel Diskussion über die Manuskripten und welche Wörter da genutzt wurde und was die Idee dahinter ist. Aber kurz gefasst ist die Idee halt, dass diese drei sind Gott. Wenn wir aber von Gott sprechen, sprechen wir in jeglicher Fülle von der Eigenschaft Gottes. Also schöpferisch, allwissend, allmächtig, Kraft, um die Sünden zu vergeben, Macht, um die Sünden zu vergeben, etc. Und wenn das die Haltung ist, dass der Geist Gottes ist ebenfalls Gott wie der Vater und der Sohn, dann ist es klar zu sagen, dass dieses Bild gibt die Bibel nicht wieder. Diese Dreieinigkeitslehre findest du in der Bibel nicht. Wir lesen von der Kraft Gottes, von dem Geist Gottes als die Essenz vom Vater, die Kraft, die er gibt, die er nutzt, um Menschen zu stärken oder um ihnen Trost zu geben oder um sie in der Wahrheit zu leiten und als Zeichen, dass sie zu ihm gehören. Aber es sagt nicht aus, dass diese Macht, dass diese Kraft, dass dieser Geist von Gott ebenfalls Gott ist. Was wir lesen, ist, dass wir nur einen Gott haben, Gott ist eins. Es steht aber wortwörtlich, auch im Hebräischen, in dem Psalm geschrieben, dass du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, im Psalm 2. Steht ausdrücklich drin. Das Wort, die Wurzel dafür, Zeugen, findest du wörtlich in dem Psalm. Und dieses ist ein wichtiges Thema, eine Grundlage unseres Glaubens, dass wir glauben, dass Jeshua ist nicht der Geschaffene oder ein geschaffenes Wesen oder ein Engel, sondern er ist göttlich durch die Zeugung, die Gott vollbracht hatte. Die beste Antwort, die ich jemals dazu gehört habe, kam von einem Bruder. Mir war es wichtig zu etablieren, ob wir die gleiche Basis haben im Glauben. Und ich fragte ihn, nachdem wir uns kennengelernt haben und gewisse Dinge, wir da uns ausgetauscht haben, da fragte ich ihn, glaubst du denn, dass Jesus, dass Jeshua Gott ist? Und dann hat er gesagt, definitiv ja. Und er glaubt daran, dass Jeshua gezeugt ist. Er glaubt, dass Jeshua ist in der vollkommenen Form göttlich. Er hat die schöpferische Macht, er hat die Kraft, Sünden zu vergeben. Und er hat alle Macht vom Vater bekommen. Er ist dem Vater natürlich unterstellt. Denn das lesen wir ja aus 1. Korinther 15, Vers 28, wo drin steht, dass wenn Jeshua alles untergeordnet hat und dieses ganze Weltreich, diese ganzen Reiche vereint hat und hat sie alle untergeworfen, wird er dementsprechend auch dem untertan, den er unterstellt ist, welches der Vater ist. 1. Korinther 15, 28. Und er wird das Reich dem Vater übergeben, als Sohn, als gehorsamer Sohn. Und dann hat der Bruder gesagt, dass dies alles glaubt er, dass Jeshua ist der gezeugte Sohn. Wie aber jetzt genau das vollzogen wurde, das überlässt der Gott. Ich fand es eine sehr gute Antwort, denn die Schrift sagt nur, heute habe ich gezeugt, okay, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das macht den Sohn göttlich. Das sehen wir bestätigt auch im Hebräerbrief Kapitel 1, dass der Autor da sagt, zu wem der Engel hat der Vater das jemals gesagt? Also, dieses Bild vermittelt uns, wenn wir auch in der Offenbarung lesen, dass der auf dem Thron saß und zu Rechten des Thrones war das Lamm. Da sehen wir, es waren nur diese zwei, die in diese Kategorie der Gottheit jemals erwähnt wurden. Der Geist Gottes wird nicht dementsprechend als Gott göttlich beschrieben in der Bibel und soher ist die Dreieinigkeitslehre nicht biblisch. Der Heilige Geist wird dementsprechend nicht angebetet oder zu ihm gebetet, wie wir zu Gott dem Vater beten. Wir beten zu Gott dem Vater und die Gebete werden gebracht zu dem Vater durch den Hohepriester, welcher der Sohn ist, Jeshua. Wie Gebete dem Vater gebracht werden, was die Prämissen sind, bevor Gebete angenommen werden und wie die Idee der Anbetung uns gegeben wird,
haben wir beschrieben in der Serie Die Mishkan, die Stiftshütte. Also das zu der Dreieinigkeitslehre. Die Kurzfassung ist, die ist nicht biblisch, es steht nirgendwo drin. Der Geist Gottes wird gegeben als Versiegelung, als Unterstützung, als Macht, als Trost, als Leitung, aber die Essenz, die Kraft Gottes ist selbst an sich keine Entität, welches jetzt da angebetet wird. Okay? So, was ist jetzt der Unterschied zwischen die Frucht dieses Geistes, welches Gott die gibt, die an ihn glauben, und was sind die Gaben, die dieser Geist dann auch vollbringen kann? Es ist ja die Macht Gottes, die da ist, und der Geist hat dann die Macht auch dann, weil sie ja von Gott kommt, weil der Geist ja von Gott kommt, ist auch die Macht und die Kraft da, die Gaben zu vergeben. Kommen wir zu der Frage, wen wird der Geist denn halt überhaupt gegeben? Vielleicht herrscht das Verständnis, dass alle, die zu Gott rufen, bekommen sofort den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, dass die, die Gott gehorsam sind, bekommen den Heiligen Geist. Siehe da, das heißt, wir müssen ja erstmal in dem Akt der Buße und Umkehr gefunden werden, bevor Gott uns versiegeln würde mit seinem Heiligen Geist. Zwei Beispiele dazu. Das eine Beispiel ist Apostelgeschichte Kapitel 10. Das ist der Cornelius, ein Heide. Und er war bereits gläubig. Er tat bereits Werke. Er gab Almosen. Er hatte das jüdische Volk sehr auf dem Herzen. Und dann kam der Engel und hat zu Cornelius gesagt, deine Gebete sind vor Gott gekommen. Man hat dich gehört. Man hat deinen Wandel gesehen. Nun aber vollziehe Folgendes. Rufe Petrus, den Kiefer, der leitende Apostel, wird dir sagen, welche Schritte du jetzt machen musst für die Erlösung. Als sie diese Botschaft angenommen haben, kam der Geist auf sie. Die Juden, die da waren, hatten sich sehr gewundert, denn jetzt war klar, dass wenn der Geist Gottes auf die Heiden kommt, noch vor der Taufe und selbst in einem unbeschnittenen Zustand, hat Gott diese angenommen. Denn die Tatsache, dass man den Geist Gottes bekommt, ist ganz klar ein Indiz dafür, dass man Gott gefällig ist, dass man zu ihm gehört. Siehe da auch Römer Kapitel 8, Vers 9, lass mich dir mal schnell vorlesen. Da steht drin, dass den Geist zu haben, ist eine Bedingung, um zu Gott zu gehören. Wenn man den Geist nicht hat, dann gehört man auch nicht zu Gott. In Römer Kapitel 8, und das ist ein Vers, in Vers 9, hier steht drin, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also die Vergabe des Geistes ist ein dringender Beweis, ein nötiger Beweis, je nach wie wir es sehen möchten, dass jemand tatsächlich zu Gott gehört. Zudem, dass die Bibel auch wirklich sagt, dass es sind nur die, die gehorsam sind, die den Geist Gottes bekommen, lese ich dir mal vor, Apostelgeschichte Kapitel 5, und hier steht drin, denn hier haben die Apostel Zeugnis gegeben über Jeschua. Die wollten sie jetzt da wehren, nicht mehr zu predigen im Namen des Herrn Jeschua. Und dann sagt Petrus in Vers 29, Apostelgeschichte Kapitel 5, aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jeschua auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten, also den Sohn, und Retter zu seiner Rechten erhöht. Da siehst du das Bild wieder. Gott auf dem Thron und Jeschua zur Rechten. Zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Okay? Also der Geist wird denen gegeben, die ihn gehorchen. Die Sinnbildlichkeit ist, dass man versiegelt wird. Man wird versiegelt durch den Geist. Und jeder Gläubige wird den Geist bekommen. Jeder, der gläubig ist, muss den Heiligen Geist empfangen haben, als Bestätigung, dass er zu Gott gehört. Wie bekommt man den Heiligen Geist? Manche denken, dass der Heilige Geist bekommen wird durch die Taufe. Es ist ein Sinnbild in der Bibel, dass viele Menschen nach der Taufe den Heiligen Geist bekommen haben. Aber wir sehen ganz klar das Beispiel von den Cornelius, Apostelgeschichte 10, der den Geist bekommen hat, vor der Taufe, ohne beschnitten zu sein, weil das Sinnbild ist das, was wirklich den Heiligen Geist hervorbringt oder was ihn wirklich, was es wirklich oder was bewirkt ist, dass Gott jemand den Heiligen Geist gibt, ist die Umkehr, die Buße, die man im Herzen hat. Das ist der Grund, warum man den Heiligen Geist bekommt.
Und die Taufe versinnbildlicht, dass dieser Schritt vollbracht worden ist. Und daher siehst du in vielen Instanzen, das geht einher, dass die Menschen wurden getauft und haben den Heiligen Geist bekommen. Es ist aber nicht die einzige Methode, es ist nicht der einzige Weg. Der Weg ist nicht starr, dass man nur den Heiligen Geist bekommen kann, wenn man getauft ist. Auch nicht durch Hände auflegen. Also das Hände auflegen ist auch ein symbolischer Akt, okay? Ein symbolischer Akt der Salbung, ein symbolischer Akt der Einsetzung, ein symbolischer Akt der Bestätigung, ein symbolischer Akt der Annahme, das ist die Handauflegung. Aber der Mensch hat nicht die Macht, den Heiligen Geist zu geben, weil er die Hände aufgelegt hat. Der Mensch, der dort die Hände aufgelegt hat, ist nur ein Instrument, ein Werkzeug Gottes, der ebenfalls göttlich ist und er bestätigt nur etwas. Die Annahme diesen in das Leib des Messias und da alles mit Reinheit einhergeht. Das heißt, der halt die Hände ausstreckt, um die Hände aufzulegen, hat den Heiligen Geist. Der den Heiligen Geist jetzt bekommt, hat ein reines Herz, tut Buße und bekommt den Heiligen Geist. Und der den Heiligen Geist vergibt, ist Gott selbst, okay? Nicht der Mensch ist da jetzt da in der Machtposition, diesen Geist zu geben. Das liest du nirgendwo in der Bibel, dass der Mensch aus sich die Macht hat oder nur der und der ist bestätigt worden, dieses zu tun. Das heißt, die Hände aufzulegen, damit man den Heiligen Geist bekommt. Also der Heilige Geist, der wird vergeben an die, die gehorsam sind. Und alle, die in Jeschua sind, haben wir gerade gelesen aus dem Römerbrief, müssen den Heiligen Geist haben. Jetzt lesen wir in Epheser Kapitel 4, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Okay? Und betrübt nicht den Heiligen Geist, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Wie kann es denn sein, dass man den Heiligen Geist betrübt? Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Das ist die praktische Anwendung, weswegen der Heilige Geist betrübt werden kann. Der Heilige Geist ist uns gegeben worden als Unterpfand der Erlösung, lesen wir auch im gleichen Epheserbrief, weil wir Gott gehorsam sind und wir Buße getan haben von den toten Werken. Aber dennoch, wir sind noch fleischlich und manchmal tun wir diese Dinge und das betrübt den Heiligen Geist. Also werft diese Dinge ab, damit der Geist Gottes nicht betrübt wird und bei euch bleibt. Okay? Denn der Heilige Geist wohnt da, wo wahrhaftige Buße und Liebe und Treue zu Gott vorhanden ist. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergibt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also zwei verschiedene Dinge. Die Vergabe des Heiligen Geistes, die Bedingung des Heiligen Geistes und die Notwendigkeit, dass der Heilige Geist in uns lebt. Okay, hier nochmal in Epheser Kapitel 1, hier steht drin in Vers 13, in ihm seid auch ihr, also in Messias Jeschua, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, okay, erst als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, dann ist in Vers 14, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, der Heilige Geist ist die Versiegelung, dass wir zu ihm gehören. Das macht es klar, dass wir zu ihm gehören. Wir brauchen Gottes Geist des Gehorsams, der in uns ist, als Versiegelung, als Unterpfand, bis zu dem Tag hin, wo wir erlöst und verherrlicht werden. Und der Geist leitet uns dahin. Was sind die Aufgaben des Geistes? Die Aufgabe des Geistes ist, uns in der Wahrheit zu leiten. Das heißt, Jeschua musste sterben und dann kommt der Heilige Geist, um uns zu leiten in der Wahrheit, welches Jeschua uns hier auf der Erde verkündet hat. Das liest du hier in Johannes und ich lese dir den Vers mal vor. Jeschua gibt eine ganze Passage darüber, das Wirken des Heiligen Geistes in Johannes Kapitel 16. Ich lese dir nur einen Vers vor. Und Jeschua sagt, dass, Vers 12 lesen, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, und damit meint er jetzt den Heiligen Geist, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird auch der Geist der Wahrheit genannt, warum der Wahrheit, weil die Tora Gottes ist Wahrheit, Psalm 119, Vers 142, die Tora ist die Wahrheit und der Geist wird euch leiten in der ganzen Wahrheit, in Gottes Wahrheit, dass die Tora Gottes Verheißungen, Gottes Aussprüche, Gottes Gesetze, Gottes Gebote. Das ist die Wahrheit. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden. Siehst du hier auch dazu, dass jetzt der Geist nicht göttlich in der Funktion ist, also allmächtig, allwissend, allschöpferisch, allgegenwärtig in der Hinsicht, wo Gott den Geist gibt.
Aber der Geist ist nicht in jedem drin auf dieser Erde. Denn wir sehen, dass das Gehorsam zu Gott ist die Bedingung, die Stipulation, dass man den Geist bekommt. Sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Also der Geist, mit dem wir versiegelt sind, müsste uns in der Wahrheit leiten. Würde heißen, ein Ausdruck, dass der Heilige Geist in uns wirkt, ist, dass wir keine falschen Wege gehen. Wenn wir ständig falsche Wege gehen und nicht wissen, wo wir hintappen, dann muss man sich fragen, ist das dir denn klar, dass du der falsche Weg, in jeglicher Hinsicht gehst du falsche Wege. Der Geist müsste dich doch leiten, unabhängig von, ob ein Bruder da ist oder nicht. Es müsste doch Weisheit sein, die der Geist dir gibt in der Beziehung zu dem allmächtigen Schöpfer, die eigentlich vorhanden sein müsste. Aber wie kann es denn sein, dass du wirklich in jeder Richtung, wir machen mal Fehler, wir brauchen Erbauung und wir brauchen, dass wir uns gegenseitig ermahnen und unterstützen und ermutigen. Aber wie kann es denn sein, dass du in jeder Facette hier falsch läufst, ist die Frage, ist der Geist denn wirklich denn da? Bist du wirklich gehorsam gewesen? Bist du wirklich da imstande, Gott zu gefallen? Bist du noch dabei, dich zu verschonen? Denk mal auch mal nach, wie der Geist gekommen ist. Jesu hat gesagt, dass wenn er nicht geht, kommt der Geist nicht. Okay? Es ist gut, dass ich gehe. Okay? Es ist gut, dass ich gehe. Denn wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist. Und die waren ja traurig darüber. Die Jünger waren traurig, weil er gesagt hat, ich gehe, ich werde von euch gehen. Hier, schau mal. In Vers 5, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Weil ich euch gesagt habe, dass ich gehe, seid ihr traurig. Aber Jesua sagt, es ist gut, dass ich gehe. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, also der Heilige Geist, die Hilfe, denn so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Das heißt, die Bedingung, dass der Geist zu euch kommt, ist, dass ich sterbe. Denn das ist ja, was er damit meint. Ich werde hingehen, ich werde hier weg sein. Er wird ja diese Erde verlassen, zurückgehen in den Himmel durch den Tod. Und daraus ist was zu lernen. Die Bedingung, dass der Heilige Geist kommt, ist der Tod dessen, der ihn schickt. Umgekehrt, weil wir es auch gerade gesehen haben, dass der Geist kommt nur, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Buße getan haben, ebenfalls müssen wir uns selbst sterben und dann erst kommt der Heilige Geist. Das ist der Grund, warum du die Taufe einhergehen sehen wirst mit der Vergabe des Heiligen Geistes. Denn die Taufe versinnbildlicht diesen Tod, wenn wir uns selbst sterben und nun kann der Geist in uns leben. Wenn das Fleisch nicht mehr wirkt, dann kann der Geist in uns wirken. Das ist übrigens die Bedingung, mit welchem Gott einen Bund mit uns schließen wird. Nur das ist die Bedingung. Das Fleisch stirbt und dann kommt ein Geist und übernimmt alles und leitet dich in der ganzen Wahrheit, denn du gibst deinen Willen freien da und möchtest nicht mehr deinen Willen tun, überlässt es dem Geist da, wo wir noch bitter oder boshaftig sind oder Geschrei oder Lästerung, da betrüben wir den Geist, wir stören ihn und wir sollen ihn nicht betrüben, lesen wir auch im Thessalonicher Brief, drosselt nicht oder schränkt ihn nicht ein, im Englischen heißt es quench not the spirit, also vereinnahmt ihn nicht, sondern lasst ihn frei walten in euch, denn er führt euch in der ganzen Wahrheit, in der Wahrheit Gottes, wie ihr sein soll, vom Wesen her. Es ist die eine Sache, dass wir die Tora halten, mit Speisegebote, die Reingebote, ein Bart tragen, Kopftücher, all diese ganzen Dinge, aber worum es da wirklich geht, ist unser Wesen, unser Charakter. Lasst euch dementsprechend führen von dem Geist Gottes und er führt euch in der ganzen Wahrheit als Siegel und Unterfangen auf den Tag hin, wo wir erlöst werden. Macht das Sinn? Also das ist der Prozess und es ist ein Stufenprozess, dass der Geist uns von Sieg zu Sieg bringt, dass wir mehr und mehr überwinden. Und das ist der Indiz dafür, dass wir den Geist haben, weil wir mehr und mehr uns ablegen. Okay? So. Das hat aber jetzt noch nichts ausgesagt über die Gaben des Geistes oder die Frucht des Geistes. Das sind jetzt doch mal andere Dinge. Wir sprechen erstmal davon, dass es notwendig ist, den Geist zu haben. Den Geist Gottes zu haben, ist erstmal die klare Bedingung, die Grundlage. Der Geist wird Früchte bringen. Wenn der Geist in uns ist, gibt es Früchte, die zu sehen wären. Und diese Früchte, das Markanteste an diesen Früchten ist, dass wir uns selbst aufgeben.
Okay, und da haben wir alle noch zu tun. Aber das ist die klare Ausrichtung. Die Frucht ist, dass wir uns mehr aufgeben. Je mehr wir uns aufgeben, je mehr ist es klar, dass der Geist es ist, der in uns wirkt. Wenn wir diese Dinge nur extern machen, das heißt, wir tun sie rein mechanisch, weil es ist gut, diese Dinge aufzugeben, obwohl unser Herz nicht dahinter ist, das wird eine Weile gut gehen, bis der Tag, wo Gott es wirklich alles testet. Und nur die, die durch seinen Geist geleitet werden oder wurden, die es nur konnten, weil sie ja Gott geliebt haben, weil sie wahrhaftig Buße getan haben im Herzen, nur die bestehen. Es ist ein ganz klares, gerechtes Szenario, welches wir da sehen. Weswegen es so augenscheinlich aussieht, dass viele vielleicht im Glauben sind, aber am Tag der Prüfung wird klar, ob die Intention, ob die Basis wirklich von Gott gegeben war. Nur das wird es später auch zeigen. Also die Früchte des Geistes, Galater Kapitel 5, die Früchte, die Frucht des Geistes, Vers 22 ist was? Frucht des Geistes ist Güte, Glaube, Geduld, Friede, Freundlichkeit. Das sind die Früchte. Freude, Liebe, Enthaltsamkeit und Sanftheit, Sanftmut. Das sind die Früchte des Geistes. Wenn wir diese haben, wie es hier steht, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit. Wenn wir diese Dinge haben, das sind Beispiele, dass der Geist in uns wirkt. Okay? Das sind die Früchte, die der Geist bringt. Das sind nicht die Gaben. Das sind die Früchte. Jemand sieht, in der Tat hat diese Person die Frucht des Geistes. Er ist sehr geduldig. Das heißt, er ist leidensfähig. Guck dir mal das Video an. Was bedeuten diese Wörter wirklich im Hebräischen? Es gibt ein Konzept dahinter, wenn jemand geduldig ist. Er enthält sich, er kann sich enthalten. Er ist selbstbeherrscht. Er ist freundlich. Er hat Glaube. Er ist gütig. Er ist sanftmütig. All diese Dinge zeigen, dass wir den Geist haben. Der Geist erwartet, dass wir alles haben. Nicht nur Geduld, aber keine Sanftmut. Sanftmut, aber keine Friedfertigkeit. Und wir wissen natürlich sehr gut, dass es gibt Aspekte in unserem Leben, da müssen wir noch dran arbeiten. Glückselig ist der, der schon viel davon hat oder vielleicht schon alles. Weil unser Ziel ist es, alles davon zu haben, das sind die Früchte. So, die Früchte werden da sein, wenn der Geist da ist. Wenn die Früchte nicht da sind, ist der Geist nicht da. Okay? Wenn der Geist nicht da ist, war das Herz nicht bußfertig. Wenn das Herz nicht bußfertig war, war keine Liebe zu Gott da. Wenn keine Liebe zu Gott war, dann kann der Mensch den Geist auch nicht empfangen, auch nicht bekommen und dann gehört er gar nicht zu Gott. Er mag zwar mit den Lippen bekennen, dass er Gott liebt, aber wenn er ein zorniger Mensch ist oder ein wütender oder ein eifernder, fleischlicher Eifer oder überheblich oder stolz oder nicht barmherzig oder all diese ganzen Dinge, dann sind die Früchte des Geistes nicht da. Wenn er aber diese Dinge meinetwegen jetzt mechanisch tut, ohne dass die Bindung zu Gott da ist, wird es einen Tag geben, wo dieses offenbart wird. Okay, das ist der Prozess. Also Früchte werden sichtbar sein. Und jetzt schau dir mal das Konzept der Schöpfung an. Früchte kommen nicht sofort. Weil Früchte ist ein Zeichen dessen, dass der Same gut war. Dass alles gestimmt hat. Wenn der Baum wächst, dauert manchmal Jahre. Wenn die Pflanze wächst, dauert manchmal ein Jahr, Monate. Aber Frucht wird es bringen. Wenn der Boden gut war, wenn die Sonne da war, wenn es Regen gab, wenn die Bedingungen gut waren, dann wird die Frucht kommen. Also müssen wir auch manchmal geduldig sein, wenn jemand nicht sofort die Frucht bringt. Aber wir kennen auch die Stelle, wo der Meister ein Gleichnis gibt. Wo ein Baum, von dem man Frucht erwartet hatte, da kommt der Herr wieder und sagt, das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich hier komme, da ist keine Frucht da. Ich erwarte Frucht. Es ist schön, dass er diese ganzen Dinge tut und die Sonne genießt und sich in Gemeinschaft pflegt und die Bibel liest und Hebräisch studiert und Griechisch denn im Seminar auch besucht und all diese ganzen Dinge. Aber wo sind die Früchte? Wo sind die Früchte, dass er wirklich an mich glaubt? Wo sind die Werke? Wo sind die Charaktereigenschaften, die sich tun? Hau diesen Baum ab. Das ist ein Jesus, der oftmals nicht gepredigt wird heute. Hau diesen Baum ab. Und dann sagt der Sachwalter, Herr, ich werde nochmal Mühe geben. Ich werde nochmal um ihn herum graben. Ich werde nochmal tief in die Erde gehen. Ich werde nochmal investieren in diesen Baum, in diesen fruchtlosen Baum. Gib ihm nochmal eine Chance. Komm nächstes Jahr wieder. Wenn du nächstes Jahr wiederkommst,
kommst und der Baum bringt immer noch keine Frucht, trägt immer noch nicht die Früchte, dann hau ihn ab. Das heißt, es gibt ein Zeitfenster, wo wir auch bekommen haben, diese Früchte zu bringen. Was heißt, dass der Baum abgehauen wird? Es muss nicht heißen, dass der Mensch sofort stirbt, aber vielleicht ist die Chance vorbei für den oder jenen, da noch wie gute Werke zu tun, weil er zu lange dementsprechend damit gespielt hat. Okay? Also, bring Frucht, sagt der allmächtige Herr. Das zeigt, dass du zu mir gehörst. Es verherrlicht mich. Und für dich ist es auch gut, denn es zeigt, dass du auf dem Weg der ewigen Erlösung bist. Eines Tages bekommst du das ewige Leben. Halte durch, sei standhaft. Was sind die Gaben des Geistes? Jetzt kommen wir zu den Gaben. Wir haben noch nicht von der Frucht gesprochen. Ist jetzt möglich, dass jemand gehorsam ist und zu Gott gehört, den Geist bekommt, die Früchte hat, aber keine Gaben bekommt? Der Geist entscheidet, ob jemand Gaben bekommt. Diese ersten Dinge, die Versiegelung durch den Heiligen Geistes, die Vergabe des Heiligen Geistes, gehorsam zu sein, um den Geist zu bekommen, eine Nachfolge wirklich zu haben, damit der Geist da ist, die sind eine Bedingung. Die müssen da sein. Das ist das Zeichen, dass man zu Gott gehört. Man würde eifrig auch diese Gaben haben wollen, aber wir können es nicht bestimmen. Das ist jetzt der zweite Part. Wir können nicht bestimmen, welche Gaben vergeben werden. Der Geist ist da, aber der Geist entscheidet, wer welche Gaben bekommt. Dazu lese ich dir zwei Verse vor. Das erste ist Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist der Tag des Pfingsten. In welchem Verlauf wir gerade sind. Wir zählen gerade den Omer auf den 50. Tag hin zu Pfingsten. Und die Apostel waren hier an dieser Stelle bereits am Tag des Pfingsten. Der Tag des Pfingsten hatte sich bereits erfüllt. Und wir kennen die Geschichte, denn alle konnten dort in verschiedenen Sprachen, Zungen. Nicht das, was wir heute hören, das möchte ich nochmal immer wieder klarstellen. Ich war schon in vielen Gemeinden gewesen. Eine Zeit lang war ich zu diesem Thema auch verwirrt, denn einer meiner ersten Gemeinden, es war eine pfingstcharismatische Gemeinde. Freundliche Menschen, sehr guten Auskommen gehabt mit den Menschen, aber es gab diese Praxis mit viel Vision und Reden in Sachen, die keiner versteht. Ich erinnere mich mal, da war ein junger Mensch, der zum Glauben gefunden hatte und um einfach Gemeinschaft zu haben, sind wir mal in eine Gemeinde gegangen, die auch die Gebote des Allmächtigen auch bekennt zu halten. Und die hatten aber diese Haltung, dass man muss in diesen Zungen oder kann sehr wohl in diesen Zungen beten. Und ich erinnere mich, dass diese Person hatte fürchterliche Angst. Und hat gefragt, was ist das alles? Das klingt ja sehr verwirrt. Muss ich jetzt Angst haben? Ich habe da gesagt, beruhige dich. Es gibt manche Punkte, da sind wir nicht in allem überein. Hör auf die Lehre und schalte vielleicht andere Dinge erstmal aus und warte erstmal ab. Okay? Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt da die höchste Strafe oder wie grässlich das der Allmächtige sieht. Ich kann nur sagen, dass dieses in Zungen beten, das ist in keinster Weise das Zungenbeten aus der Bibel, hundertprozentig. Denn das Zungenbeten in der Bibel kriegen wir eine ganz klare Anleitung, was da passiert. Du hörst eine Sprache, eine wirkliche Sprache, die übersetzt werden kann. Und dann gibt es sogar noch eine Bedingung in der Gemeinde, dass man nur reden soll, wenn ein Ausleger da ist. Viele sagen, dass diese Gaben wurden mir gegeben. Und das ist schon der erste Indiz, dass diese Gaben dir nicht gegeben werden konnten von dem Allmächtigen, weil die Gaben werden nicht gegeben für dich, die Gaben werden gegeben für die Gemeinschaft, damit du andere erbaust und das wird dein Lohn sein, weil du diese Gaben einsetzt für den Allerhöchsten. So funktionieren die Gaben. Aber zurück zu dem Punkt, der Geist ist dort, der Geist ist da, man ist versiegelt durch den Geist Gottes, man hat eine Beziehung zu dem Allerhöchsten und der Geist entscheidet jetzt, wer welche Gaben bekommt. Speziell sogar jetzt hier am Pfingsttag entscheidet der Geist, wer in welchen Sprachen redet, obwohl die Gabe die gleiche ist. Okay? Das heißt, die Gabe des Sprachenredens ist eine Gabe, aber auch selbst hier hat der Geist entschieden, wer wie spricht. Das kann ich dir hier vorlesen. Apostelgeschichte 2. Und wir kennen die Geschichte. Und hier steht drin, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, sie haben jetzt die Versiegelung bekommen des Heiligen Geistes, weil sie gehorsam waren und an Jesus, an Jeschua glauben. Ihr Herz ist beschnitten. Sie bekommen den Heiligen Geist und jetzt spontan bekommen sie auch die Gaben dazu. Und den Geist haben sie eh bekommen, weil sie gehorsam sind zu Elohim. Und jetzt bekommen sie auch Gaben, um etwas zu machen. Und hier in diesem Fall war es Gabe des Sprechens in anderen Sprachen. Warum? Weil jetzt, ich habe es in vielen Videos erklärt, aber nur kurz ein Abriss, weil Pfingsten, die waren ja in Jerusalem,
Und Pfingsten wird natürlich in Jerusalem gefeiert von den Aposteln, wo sonst? In der Tora ist es ein Gebot, dass alles Männliche soll zu Pfingsten in Jerusalem sein. Jetzt haben wir viele Juden, viele Israeliten, die zerstreut worden sind in viele Länder, die ihre Identität als Juden trotzdem haben, hatten, aber durch diese Zerstreuung und Verbannung, welches gekommen ist wegen einer Strafe, die Gott verhängt hat, das ist eine lange Geschichte, das haben wir in anderen Videos geklärt, hatten sie ihre Identität weiterhin als Israeliten oder als Juden, waren aber mittlerweile etabliert in den Ländern, wo sie waren, waren jetzt nun klar aus einer Stammzugehörigkeit oder gehörten zu einer gewissen Familie in Israel, aber wohnten dort im Ausland, waren etabliert und haben in vielen Instanzen selbst die eigene Sprache verlernt. Ja? Das ist jemand, ein Amerikaner, hat seinen Sohn ins Ausland geschickt, dass er da groß wird, hat ihn da ins Internat da auch einquartiert und bringt ihm da alle Sachen bei. Nun ist es aber halt in China und der Sohn wächst auf und kann nur Chinesisch oder Chinesisch. Und der Sohn kann kein Englisch mehr und dann eines Tages muss er jetzt den Sohn, der jetzt vollkommen ausgebildet ist, jetzt sogar noch Englisch beibringen. Würde jetzt ein langer Prozess dauern. Nun, der Herr wollte aber jetzt, dass die ganzen Juden, die jetzt da waren in Jerusalem, steht ja auch extra drin, an wen diese Botschaft adressiert war. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel, Vers 5. Dass der Begriff wie es wohnten aber in Jerusalem Juden im Hebräischen, das Wohnen und dass jemand zu dir bei Besuch ist, ist oftmals das gleiche Wort, weil die Idee im Hebräischen ist das gleiche. Ob du wohnst oder zu Besuch bist, ist das gleiche fundamentale Gedankengut. Okay? Also es waren viele Männer, viele Menschen aus dem Ausland in Jerusalem, die aber eigentlich Juden waren und die Sprache nicht mehr konnten. Also der schnellste Weg, um diese Menschen aufzuklären, über die Heilsbotschaft des Messias Yeshua ist, dass man in ihren Sprachen, was ja auch hier in Vers 11 und 12 etc. auch ausdrücklich erklärt wurde, dass diese Menschen ganz schnell die Botschaft bekommen, kriegen sie durch die übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes die Fähigkeit, just in diesem Moment diese Sprachen fließend zu sprechen, ohne 5 Jahre in einer Sprachschule gewesen zu sein. Und das hat die Menschen sehr verwundert. Ein klarer Indiz, dass der Geist ihnen Gaben gegeben hatte, aber die Gabe des Geistes muss, wenn es jetzt hier das ist, die Gabe des Geistes muss nicht bedeuten, dass jeder die gleiche Gabe bekommt. Sogar sollen wir vorsichtig sein, wenn jemand mit Gaben da hantiert und sagt, er hat Gabe XY. Wir wissen, dass der Feind auch imstande ist, vieles nachzuahmen. Wenn keine wirkliche Buße, wenn Früchte des Heiligen Geistes nicht zu sehen ist, und wenn ein Lebenswandel, ein Lebensweg, eine Gesinnung nicht zu verspüren ist durch den Geist, den wir auch haben müssen, in der Person, die halt davon Geistesgaben spricht, ist es ja zu anzuzweifeln, ob es die Geistesgaben des Allerhöchsten sind. Also das Erste. Wir haben gelesen, dass die konnten sprechen, je nach wie der Geist ihnen zu sprechen gegeben hat. In Kapitel 2, Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Okay? Der Geist hat hier die Handhabe, der Geist entscheidet, wer spricht wo, wer hat jetzt welche Sprache zu sprechen. Im Korintherbrief, die Korinthergemeinde hatte ebenfalls auch dieses Thema Sprechen und Sprachgebet und generelle Fragen gehabt zu den Geistesgaben. Er antwortet Paulus und bestätigt hier nochmal, dass der Geist es ist, welche Gaben jemand bekommt. Okay, ich lese mal vor. 1. Korinther 12 und hier steht drin, über die Geisteswirkungen, aber ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen.
Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Okay? Das heißt, der Grund, warum man die Geistesgaben bekommt, ist, um der Allgemeinheit, das heißt dem Geist Gottes, der Geist Gottes vergibt die Gaben, damit wir die Gemeinde Gottes dienen können mit demselbigen Gaben. Okay, wenn jemand sagt, ich habe die Gabe bekommen als Zeichen, dass ich zu Gott gehöre, es ist nur zwischen mir und Gott, das ist keine Grundlage der Heiligen Schrift. Es klingt gut, vielleicht fühlt es sogar gut an, aber es ist nicht das, was die Bibel sagt. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, das heißt das Sprachgebet kam erst in der Auflösung ziemlich später, also nicht sofort als erstes, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber bewirkt ein und derselbe Geist, und jetzt hier nochmal, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der Sachwalter ist der Geist. Oftmals habe ich gehört, dass jemand sagt, ich glaube, dass meine Gabe des Zungengebets richtig ist, denn ich habe ausdrücklich um diese Gabe gefragt. Das ist keine Methode, wie du diese Gabe bekommen kannst. Du kannst nach Gnadengaben streben und sagen, Gott, gib mir Gaben, damit ich dienen kann. Aber wenn jemand hingeht und sagt, ich bitte um diese Gabe des Zungenredens, musst du fragen, aber was willst du damit machen? Warum brauchst du das? Sag, ich will zu Gott sprechen. Aber er hört dich doch auch in Deutsch oder Englisch oder Telugu oder was auch immer du da sprechen kannst. Gott hört es doch. Und Gott hat die Sprachen gegeben. Warum brauchst du diese Sprache? Viele Menschen lassen es auch mit sich nicht reden und sagen, das sind Engelssprachen. Ich spreche in Engelssprachen. Aber Gott versteht auch die Engel. Also Gott würde dich verstehen, und das Babbeln in etwas, was du nicht verstehst, ist ja schon mal fragwürdig. Also wenn du direkt nach den Gaben fragst, nach den Zungen oder Sprachenreden, findest du das nirgendwo in der Bibel bestätigt, dass du es so machen kannst. Denn der Geist hat immer entschieden. Du hast auch gesehen, die Gnadengaben von Heilungen, Leute zu heilen. Jesus war kein Magier, der durch die Gegend ging und hat dann die Menschen angefasst, um sie zu heilen, sondern er zeigte auf etwas Tieferlegendes, was er den Menschen beibringen wollte. Die Gnadengaben in sich dienen nur dazu, dass wir zu ihnen kommen. Also keiner kann jetzt hingehen und sagen, ich bitte ausdrücklich um die Gnadengabe des XY. Es kann nur der Geist machen. Der Geist entscheidet, welche Gaben du bekommst. Also die Gaben, die wir haben, ob es der Dienst ist, anderen dazu erbauen oder zu lehren. Hier sehen wir auch hier nochmal. Und Gott hat in der Gemeinde, Vers 28, etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Heilungen, der Hilfeleistungen, der Leitung verschiedene Sprachen. Und dann sagt er, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, all diese Dinge gibt der gleiche Geist, aber zu seinen Zwecken. Wir können nur warten und sagen, welche Gaben habe ich bekommen? Habe ich offensichtlich da etwas erhalten? Das kann ich einsetzen. Hinzugehen, zu sagen, ich hätte aber gerne diese Gabe, das Formular gibt es gar nicht. Okay? Und speziell die halt sagen, sie haben um eine spezielle Gabe gebeten von dem Allerhöchsten, ist es meistens das Zungengebet, was jeder nachmachen kann. Das kommt dazu. Ich könnte es jetzt nachmachen, du würdest vielleicht denken, das ist Zungengebet, aber es ist kein Zungengebet. Das kann jeder nachmachen. Das ist einfach ein Babbeln und ein Sprechen von etwas. Und was schon viele Menschen, die wirklich von der Persönlichkeit her und von dem Austausch in der Schrift kaum was da erfahren haben oder wollten, aber in der Gebetsstunde waren es immer die Lautesten, die hinter dir geschrien haben, du hast dein eigenes Wort nicht mehr gehört. Du hast deinen eigenen Gedanken nicht mehr hören können, weil sie so laut geschrien haben und gesprungen sind und gehüpft sind und in etwas da gesprochen haben, was kein Mensch versteht und fühlen sich da, meistens sind es auch Emotionen, die da mitgehen. Oftmals verstehen wir Menschen Emotionen als Gottes Hingabe, weil wir vielleicht viel weinen oder traurig sind und denken, das bringt uns zu Gott näher. Manchmal sind das in der Tat Dinge, die ein Ausdruck darüber sind, dass Gott in uns wirkt. Aber ich sage immer wieder, dass auf Konzerten und im Kino und auf einem Festival oder im Theater, Menschen sind auch da im
Stande zu weinen. Emotionen, Menschen weinen, weil sie meinetwegen ihren Lieblingsstar irgendwo sehen oder weil irgendjemand in der Lieblingsfernsehsendung da jetzt angeblich umgekommen ist. Der Charakter spielt dort einen Held, der umgekommen ist. Die Menschen sind imstande zu weinen. Der Mensch ist imstande zu weinen oder sich emotionell zu betätigen oder angesprochen zu werden auf vielerlei Ebene. Es muss nicht heißen, dass es der Geist Gottes ist. Also wir brauchen Weisheit. Wir müssen erstmal verstehen, wie wirken diese Dinge, dann überprüfen, ob wir es bekommen haben, auf die Art und Weise, wie Gott es beschrieben hat. Okay? Kurzfassung. Die Liebe zu Gott bewirkt Buße. Buße bewirkt ein sanftes, ein liebendes Herz, was auf Gott hören möchte. Man tut Buße. Das ist das Zeichen, dass man zu Gott gehört. Und Gott erhört denjenigen, weil er ihn gezogen hat. Er bekommt den Heiligen Geist als Unterpfand der Erlösung, als Versiegelung. Ohne den Geist Gottes gehört man nicht zu Gott. Wenn man den Geist aber hat, dann bringt man Früchte, die Gott wohlgefällig sind. Das sind die Früchte, die jeder haben wird. Die Gaben, in welchem Dienst man steckt, das ist unterschiedlich. Gott wird entscheiden. Man soll eifrig nach den Gaben streben, weil man dienen möchte. Ohne seine Gaben, ohne seine Hilfe kann man sich machen. Aber Gott entscheidet, wo er einen einsetzt. Das können wir nicht entscheiden. Wenn wir die Gabe des Hilfeleistungen oder des Prophetendienstes nicht haben, dann können wir dieses Amt nicht einnehmen. Ja? Wenn wir danach streben, ist gut. Aber es müssen ein paar Bedingungen her. Und wenn die gefüllt sind, wenn die getroffen sind, dann reden wir darüber, dass hier eventuell ein Dienst ausgeführt werden kann. Der, der es befähigt, ist der Geist Gottes. Okay, das ist die Kurzfassung. Dann vielleicht noch eine Sache, was ist die Lästerung des Geistes? Die Lästerung des Geistes, wir lesen als Beispiel davon in Markus Kapitel 3. Und das Beispiel speziell ist, dass Jeschua hat da Wundertaten. Er hat dort da Macht gehabt über die bösen Geister und er hat da Dinge gemacht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Pharisäer, die anwesend waren, haben jetzt diese Macht, die Jeschua dort gezeigt hatte, einen bösen Geist zugeschrieben. Und dieses hat Jeschua genutzt als ein Indikator, als ein Aufhänger dafür, dass wenn ihr den Geist lästert, das heißt, ihr seht vor euch die Gnadengaben des Geistes Gottes wirken und ihr sagt, es entspringt einer bösen Quelle, es entspringt einer bösen Macht, das ist eine Lästerung, weil eine Lästerung gegen Gott, welches die Sünde auf sich zieht, nie vergeben zu werden. Das heißt, der Mensch ist in aller Ewigkeit schuldig. Warum diese harte Strafe? Naja, das ist eine Halsstarrigkeit, dass jemand sich nicht überführen lassen möchte. Selbst wenn da Wundertaten vor ihm getan werden, welches offensichtlich nur durch den Geist Gottes bewirkt werden kann und der Mensch lehnt es immer noch ab als nicht von Gott, dann gibt es nichts mehr, womit der Mensch gerettet werden kann. Das heißt, hier in diesem Fall hatten sie die reine Kraft Gottes. Und hier steht aber drin in Vers 29, Markus Kapitel 3, wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem ewigen Gericht verfallen, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das heißt, die haben gesagt, dass diese Kraft, die du gerade nutzt, die kommt nicht aus Gott. Da hat Jesus gesagt, Jeschua gesagt, er begeht da gerade eine schwere Sünde. So, in diesem Fall hat er jetzt da einen klaren Ausdruck gegeben, und die haben es nicht angenommen, nicht nur das, sondern die haben es verlästert. Die haben gesagt, das ist nicht aus Gott. Da wir dieses heute weniger haben, dass jemand Dämonen austreibt oder die Toten auferstehen lässt, also solche kräftigen Dinge, wo man jetzt vielleicht diese Sünde tun könnte. Es gibt es weniger Grundlagen, dass jemand da vielleicht das macht. Das heißt, in dieser Form kann man diese Sünde nicht begehen. Aber was ist zum Beispiel, wenn der Geist offensichtlich jemand etwas zeigt, meinetwegen die Wahrheit zeigt? Wir haben auch gesehen, dass die Aufgabe des Geistes ist ja auch, einen in die Wahrheit zu leiten. Das heißt, wenn der Geist jemand in der Wahrheit leiten möchte und man hört nicht, man versteift sich, ist ja auch eine Sünde gegen den Geist Gottes. Denk nochmal an Apostelgeschichte Kapitel 5, wo Teil der Erlöse von dem Verkauf zurückbehalten wurde und die harte Schelte, wo auch der Mann und die Frau dort gestorben sind, die harte Schelte dort war, ihr habt keine Angst gehabt, den Geist Gottes zu belügen. Ihr habt keine Angst gehabt, gegen ihn zu lügen. Ihr habt keine Angst gehabt, in seiner Gegenwart diese Dinge zu tun. Und ihr habt es auf euch genommen, euch da wirklich da zu verbinden
mit dem Bösen und ihr seid gegen Gottes Geist gegangen. Und da gab es halt eine Strafe. Denn wo der Geist Gottes sich offenbart und die Menschen gehen da explizit dagegen. Das heißt, die Strafe, nochmal, dass jemand jetzt ausdrücklich gesagt, der hat gerade die Toten auferweckt und er schreibt dies einer bösen Macht zu, ist weniger gegeben, als dass jemand ständig die Wahrhaftigkeit Gottes vor ihm sieht, weil der Geist es einem offenbart und er versperrt sich denen. Und da muss man auch aufpassen, dass man da nicht eine Sünde begeht mit der erhobenen Hand. Das könnte mit einem Weg sein, wo das heute greifen kann. Okay? Die Lästerung des Geistes, dass man die Anwesenheit des Geistes widersteht, dass man ihn betrübt, dass man nicht aufhört mit den bösen Sünden, obwohl der Geist da ständig da auf einen eingeht und einwirkt und sagt, verlass diese Wege, kehre dich um, tue Buße. Und er tut es dennoch nicht und er sagt, er hört nicht zu. Er lästert auf diese Art und Weise auch den Heiligen Geist und bestätigt nicht, dass es Gott gerade ist, der ihn ja gerade helfen möchte. Das heißt, dass unser Herz soll es sein, weich zu sein, ein offenes Ohr zu haben, bemüht zu sein, die Wege Gottes zu gehen, ein offenes Ohr zu haben, ein offenes Herz zu haben, zu wann der Geist einen leiten möchte und Dinge zu tun, die den Geist Gottes nicht betrüben. Ich hoffe, dass diese Übersicht geholfen hat. Dreieinigkeitslehre, was sind Geistesgaben, wie bekommt man Geistesgaben, wer entscheidet es, wann bekommt man den Heiligen Geist. Hoffe, dass das geholfen hat, um einiges zu verstehen. Hoffe, dass du erbaut wurdest und dass dein Verständnis gewachsen ist, um den großen Schöpfer, der Gott der ganzen Bibel, den Gott Israels, durch seinen Sohn Yeshua näher zu kommen. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Shalom sei mit dir.